Herzlich willkommen bei Foto Judas. Dafür stehe ich mit meinem Namen im wahrsten Sinne des Wortes. Heute nehme ich dich mit auf eine Porträtretusche. Hierzu zeige ich dir meine grundlegenden Kamera-RAW-Einstellungen, gefolgt von der groben Hautretusche. Dann gehen wir ein bisschen ins Feinere, Farben aufhellen, Farben angleichen, das Ganze homogenisieren. Dann werden wir dem Ganzen noch ein bisschen mit Dutch & Burn einen gewissen Reiz verleihen, hin zum letztendlichen Finish. Und wie das alles funktioniert und wie ich das mache, siehst du im folgenden Video. Viel Spaß! Und dann beginnen wir mit der RAW-Entwicklung. Ich möchte dieses Bild bearbeiten, öffne es in Adobe Bridge in Camera RAW. Ich fange an mit der chromatischen Aberration und den Profilkorrekturen, aber auch nur, weil mein Camera RAW immer an dieser Stelle startet. Ich scrolle ganz nach oben, möchte es ein wenig freundlicher haben, etwas sonnigeres Gefühl, also Farbtemperatur plus 10. Die Belichtung möchte ich etwas runternehmen aufgrund der ausgebrannten Stellen hier. Im Stirnbereich minus 50, minus 0,6, sieht gut aus. Kontrast ein wenig runter, um das Ganze etwas zu homogenisieren. Die Lichter, gerade hier in dem Bereich, sind mir immer noch zu stark, also hier möchte ich noch etwas runter, minus 30. Die Tiefen etwas höher, plus 50. Beim Weißwert drücke ich die Alt-Taste und schaue, wann es zu hell wird. So sieht man die weißen Stellen. Wenn man jetzt ganz nach rechts gehen würde und ich möchte nichts aufleuchten sehen, und bewege mich dann bei 30. So, das sieht schon mal gut aus. Bei Schwarz dasselbe Spiel. Ich möchte aber Schwarz haben, also möchte ich hier auch was sehen. Und das sieht gut aus. So kriegt man auch ein bisschen Rauschen aus dem Bild eliminiert. Dann bin ich ein Fan von Struktur und Klarheit und setze das Standard auf 10. Dunst entfernen ist mittlerweile auch so ein Standard plus 10 Wert bei mir. Die Dynamik von diesem Bild möchte ich etwas runternehmen, die Sättigung etwas hoch. Das sieht gut aus. Dann schärfen wir das Ganze. Ich bin Fan von 80 bis 90. Machen wir mal 89. 0,6, 0,7 hat sich als Radius ganz gut bewährt. Die Details schauen wir uns gleich an. Erstmal maskieren. Dazu die Alt-Taste drücken. Und die Bereiche, die mir wichtig sind, zu schärfen, auswählen. Das ist hier jetzt Auge und Haare. Sind wir bei 73. So, dann schauen wir uns die Details an. Dafür müssen wir etwas reinzoomen. Und das wäre deutlich zu extrem, da wird es pixelig. Daher sind wir hier bei 16, denke ich, ganz gut aufgehoben. Rauschreduzierung ist auch so ein Standardwert von 10 bei mir drin. Einfach um gegebenenfalls Rauschen zu dämpfen oder zu minimieren, vielleicht sogar zu eliminieren. So. Bei Porträts habe ich es noch ganz gerne, den Primärwert grün ein wenig runter zu regeln. Das mache ich hier in dem Fall mal auf minus 20. Wir haben jetzt ziemlich starke Rottöne. Mal schauen, was da passiert. Ach, die kann man auch schon so leicht eliminieren. Sehr schön. Das lassen wir mal lieber auf 0. Das sieht komisch aus. So, damit haben wir schon mal eine grobe Entwicklung dieses Porträts von Nilo. Das sieht schon mal ganz gut aus, vorher, nachher. So sah es vorher aus, so sieht es jetzt aus. Ich denke, damit können wir arbeiten. Weiter geht's in Photoshop, Objekt öffnen. Das Bild ist geöffnet, wir beginnen jetzt mit der groben Hautretusche. Dafür habe ich mir diverse Aktionen angelegt, beziehungsweise für die Porträtretusche per se. Das sind hier die Aktionen, die wir hier finden. Fangen wir an mit dem Pickeldetektor. Das ist eine Aktion, die mir hilft, Hautunreinheiten aufzudecken. Der Pickeldetektor besteht darin, einmal das Grundmotiv zu duplizieren und dann eine Gruppe mit Hilfsebenen zu erstellen. Eine Schwarz-Weiß-Ebene und eine Gradationskurve. Die Schwarz-Weiß-Ebene sorgt dafür, dass wir Hautunreinheiten aufdecken können. Hierzu müssen wir die Rottöne runterregeln. Bei minus 104 sehen wir schon ganz deutlich,
die schwarzen Punkte, das sind so Hautunreinheiten, die wir eliminieren wollen. In manchen Motiven ist der gelbe Regler ebenfalls wichtig und kann den Kontrast nochmal verstärken. In diesem Fall nicht. Können wir also so lassen. Es ist aber sehr dunkel und doch recht schwierig zu erkennen, was ist jetzt hier problematisch, was eher weniger. Dafür gibt es die Gradationskurve. Hier haben wir die Möglichkeit einzustellen und uns das Ganze optisch zu erleichtern. Ja, ich möchte den Kontrast im Schwarz-Weiß haben, aber ich möchte halt auch was sehen können. Es wird so recht dunkel, schwierig. Von daher so ein leichter Bogen nach oben hilft hier nochmal, die Kontraste besser herauszustellen. Wir gehen dann auf die Ebene, die jetzt hier grobe Retusche heißt, was nichts anderes ist als ein Duplikat des Hauptmotivs. Wir wählen das Ausbessern-Werkzeug aus, das ist eingestellt mit Ausbessern normal, auf Quelle gestellt mit einer Diffusion von 5, um Übergänge sauberer zu gestalten. Wir zoomen in das Bild hinein. Die Hauptaufgabe hier wird es sein, die Hautunreinheiten zu entfernen und trotzdem die Haare, die vor dem Gesicht hängen, nicht abhacken zu lassen. Wir beginnen hier unten mit dem schwarzen Punkt auf der Nase. Wir sehen ein Verbotszeichen. Das liegt daran, dass es ein Smart-Objekt ist, das erst gerastert werden möchte. Das bestätigen wir mit OK. Wir haben das Corpus Delicti umrahmt, haben uns eine bessere Hautpartie genommen und konnten somit hier eine schönere Struktur auswählen. So gehen wir jetzt durchs Bild und suchen vereinzelte Störpunkte, die wir ausbessern möchten. Das können Sommersprossen sein, Pickelchen oder sonstige Geschichten, die sich ereignet haben bei dem Fotoshooting. Mit gedrückter Leertaste haben wir die Möglichkeit, uns durch das Bild zu hangeln. Jetzt ist es jedem selbst überlassen, arbeitet er sich von oben links nach unten rechts durch oder ist man eher so wie ich und springt permanent hin und her, um immer mal einen neuen Blick zu bekommen. Sollten wir uns mal vertun. Ist das kein Beinbruch, dann nimmt man die Stelle nochmal, umkringelt sie und bessert entsprechend aus. Das hier ist ein bisschen schwieriger. Hier müssen wir mal gucken, dass wir eine Haarstruktur finden, die das ein bisschen ausbügelt. Hier ist es ziemlich stark geworden. Das müssen wir mal ausbessern. Das sieht so, denke ich, besser aus. Dann machen wir hier noch auf der Nase das ein oder andere Pünktchen weg, da die doch recht im Fokus liegt. So, hier hat er einen kleinen Punkt in der Lippe, wahrscheinlich eine kleine Abschürfung. Auch das ist kein Thema. Muss man halt nur darauf achten, dass man auch eine Struktur aus der Lippe nimmt. So, das war es jetzt erstmal das, was mir der Pickeldetektor im Groben zeigt. Solche Falten hier oder sonstige Geschichten lasse ich jetzt drin, weil mir die Haarstruktur bzw. das Haar vor dem Gesicht deutlich wichtiger ist als eine super reine Haut bei einem Mann. Diese Auswahl, die ich hier noch als letztes habe, hebe ich auf mit STRG D, schalte den Pickeldetektor ab, guck nochmal über das Bild ohne Pickeldetektor und schau, wo ich hier noch optimieren kann. Was ich so erkenne, und ich muss sagen, ich bin schon sehr zufrieden mit dem Ergebnis dieser groben Retusche. Auch hier wieder die letzte Auswahl aufheben mit STRG D. Rauszoomen. Und jetzt schauen wir uns mal das Vorher-Nachher an. Wir sehen, dass doch hier in den Bereichen sich ganz gut etwas bewegt hat und wir Hautunreinheiten beseitigt haben, die nicht von Dauer sind und die einfach nicht zu dem Gesicht gehören auf Dauer. Und damit haben wir die grobe Hautretusche abgeschlossen. Weiter geht's mit Aufhellung der Haut. Hierfür habe ich auch wieder eine Aktion, die nennt sich Farben aufhellen.
Dahinter steckt eine graue Ebene, eine neutralgraue Ebene im Modus Farbe, die dem Ganzen einen Schwarz-Weiß-Look gibt, einfach um zu sehen, wo ist dunkler, wo ist heller, was kann ich machen jetzt ohne die Farben großartig anzugreifen, sondern wirklich reine Helligkeitsthematiken. Dann eine Tonwertkorrektur und es geht uns nur um die Mittelwerte. Das heißt, wir nehmen uns nur den mittleren Regler, drehen den ganz leicht nach links oder ziehen den ganz leicht nach links, um ein bisschen die Haut aufzuhellen. Dann invertieren wir das Ganze durch Steuerung I. Nehmen uns einen weichen Pinsel in Weiß mit einer geringen Deckkraft von 20, einem Fluss von 20. Und jetzt können wir die Schatten ein wenig aufhellen, um das ganze Hautbild etwas zu homogenisieren. Aufgrund der Tatsache, dass wir nur die Mittelwerte genommen haben und Nilo recht dunkles Haar hat, greifen wir die Haare hier sehr wenig an, indem wir hier drüber malen und bleiben tatsächlich größtenteils auf der Haut. So, hier können wir jetzt recht grob einfach mal drüber malen. Sollte es wirklich richtig dunkle Flecken geben, so wie jetzt den hier, dann können wir den auch speziell aufhellen, indem wir da konzentrierter drüber malen. Aufgrund der geringen Deckkraft, die wir eingestellt haben, haben wir die Möglichkeit, hier sehr, sehr genau zu arbeiten. Das ist aber bei dem Bild meiner Meinung nach gar nicht so nötig, aber die Technik dahinter ist universell einsetzbar und kann schon sehr hilfreich sein. Hier sein rechtes Auge ist mir etwas zu dunkel, da gehe ich jetzt auch zwei, dreimal drüber, einfach um den Bereich hier auch nochmal aufzuhellen. Das können wir aber gleich auch nochmal separat machen, die Augen ein wenig über eine Tonwertkorrektur aufhellen. So. Vorher, nachher, wir sehen, es ist nichts Bahnbrechendes passiert an der Stelle, außer dass wir ein wenig die Hautpartien aufgehellt haben. So, das Schwarz-Weiß machen wir einmal weg. Jetzt haben wir wirklich hier ein recht homogenes Bild im Gesicht. Wir können damit auch sehr gut weiterarbeiten in Bereichen Dodge & Burn und Co. Aber wie versprochen, erstmal die Augen nochmal ganz kurz. Auch hierfür eine Tonwertkorrektur. Leicht nach links geregelt. Wieder die Maske invertieren, Steuerung I. Und diesmal den Pinsel wirklich auf Augengröße anpassen und hier ein wenig mehr Licht reinlassen. So, bei dem rechten Auge ist jetzt recht wichtig, auch das Umfeld nochmal mitzunehmen. Vorher, nachher nochmal ein bisschen abschwächen über die Deckkraft der Ebene. 60, sehr gut. Jetzt habe ich hier auch nochmal ein bisschen Struktur rein, die hole ich auch noch mal raus mit Dodge & Burn nachher. Jetzt sehen wir hier an der Stirn so ein grau-flaues Farbschema. Und das passt nicht ganz zum Rest der Hautfarbe. Und dies können wir mittels einem Verlauf ausbessern. Dafür brauchen wir eine Verlaufsumsetzung. Auch hierfür habe ich jetzt wieder eine Aktion. Die Verlaufsumsetzung findest du hier. Jetzt geht es darum, die Farben festzulegen dieser Verlaufsumsetzung. Das ist einmal die dunkelste Farbe. Da trifft die hier ganz gut. Die hellste Farbe haben wir hier auf der Stirn. Und als mittlere Farbe suchen wir uns eine aus hier vom Wangenbereich. Wichtig bei der Einstellung der Pipette ist, dass der Aufnahmebereich ein 5x5 Pixel Durchschnitt ist. Macht es einfach nochmal ein bisschen geschmeidiger an der Stelle. Und man muss nicht genau den Punkt suchen, sondern nimmt sich wirklich einen Durchschnitt daraus. Und das passt gerade für den Mittenbereich sehr schön. So, dann blenden wir das Ganze ein. In der Aktion wird es nämlich schon ausgeblendet. Man müsste jetzt die Maske erst invertieren an der Stelle. Das ist durch meine Aktion schon abgedeckt. Und jetzt geht es hier auch mit einem weichen Pinsel über die Maske auf die Haut. Aufpassen, jetzt nicht unbedingt die Augenbrauen mitnehmen. Und schön nach
rummalen, vielleicht ein, zwei Pinselstriche durch die Augenbrauen, aufgrund der geringen Deckkraft, einfach um das Ganze zu homogenisieren, passt das ganz gut an der Stelle. So, hier durch den Bart, da wo die Hautpartien zu sehen sind, über die Wange, wichtig auch die Nase, er hat einen starken Rotstich in der Nase gehabt. Der ist dann jetzt auch erstmal eliminiert. Das macht es deutlich angenehmer im Hautbild, weniger fleckig. So, hier den dunklen Schatten auch nochmal mit der Farbe angemalt. Ja, das wirkt jetzt auch schon sauberer. Hier auch. So, und hier ein bisschen aufpassen, nicht in den kleinen Tränensack da rein. So, haben wir das Ganze homogenisiert. Nehmen auch hier nochmal die Deckkraft ein bisschen runter, um das Ganze natürlicher wirken zu lassen. Vorher, nachher. Gerade im Stirnbereich, vorher, nachher. Nase, vorher, nachher. Da hat sich jetzt gar nicht so viel getan, aber der Rotstich ist dennoch weg. So. Damit haben wir jetzt auch die Farben angepasst. Die Skinsoft-Aktion kommt hier jetzt nicht zu tragen, das ist ein Männerporträt. Die grobe Hautretusche hat vollkommen ausgereicht. Also geht's weiter mit Dodge & Burn. Auch hierfür habe ich eine Aktion. Diese legt eine Gruppe an mit zwei grauen Ebenen mit Neutralgrau in dem Mischmodus weiches Licht. So eine Ebene kannst du dir erzeugen, indem du auf Farbfläche gehst und hier die Werte 128, 128 und 128 eingibst. Das ist eine graue Fläche, neutralgrau, die tut einem nichts. Das Ganze dann in weiches Licht und schon ein- und ausblenden und man sieht nichts mehr. So, die brauche ich jetzt aber nicht mehr. So, dann geht's. Nachdem diese Gruppe erstellt ist, warum sind es zwei? Ganz einfach. Eine ist für die Haut, die andere für die Augen. Fangen wir mit der Haut an. Wir gehen in das Abwedlerwerkzeug, gehen auf die Mitteltöne bei einer Belichtung von 10 und den geschützten Tonwerten. Da gibt es meiner Meinung nach ein ganz gutes Bild. Man kann recht sauber und exakt arbeiten. Als erstes möchte ich den Nasenrücken ein wenig aufhellen. Ich fange jetzt an, das Gesicht leicht zu modellieren. So, da einmal drüber die Wange ein bisschen aufhellen. Sehr schön. Ja, das gefällt mir. Auch hier die Wange aufhellen. Über die Stirn. Ein bisschen Augenränder ein bisschen heller. Das mildert auch nochmal die Falten etwas ab. So, das sieht jetzt alles natürlich sehr extrem aus, weil du wirst sehen, das ändert sich gleich. Das darf ruhig etwas extremer in dem Schritt aussehen. Wichtig ist erstmal zu modellieren, was modelliert sein möchte. Hier den Nasenflügel möchte ich ein bisschen heller haben. Den auch. So, mit gedrückter Alt-Taste kann ich jetzt auch die Mitteltöne abdunkeln im Abwedlermodus. Das betrifft jetzt hier die Nasenkante, die ich haben möchte. Hier auch. Ich möchte es ein bisschen hervorheben. So. Hier unter der Nase ein bisschen am Rand lang. Ich möchte ja, dass die Nase erkennbar ist. Das ist sie jetzt auf jeden Fall. Die müsste ich wieder ein bisschen aufhellen. Das ist mir zu viel geworden. So. Die Augenbrauen mit gedrückter Alt-Taste auch nochmal ein bisschen abdunkeln. An der Stelle sehr gut. So, hier den Schatten etwas abdunkeln.
Rand vom Bart etwas abdunkeln. So können wir dem Ganzen noch mal ein bisschen Tiefe verleihen. So, das sieht jetzt sehr extrem aus. Das ist alles auch kein Thema, das tut keinem weh an der Stelle. Weil wir nehmen jetzt das ganze Ding nochmal vorher nachher übrigens, so extrem sieht es aus. Und setzen es jetzt auf um die 30%. Haben etwas modelliert, haben ein paar Tiefen rausgearbeitet und ein paar Lichter rausgearbeitet. Und das sieht, denke ich mal, schon ganz gut aus. Jetzt geht es an die Augen. Wir bleiben in dem Werkzeug mit den Einstellungen, gehen ein bisschen näher ran, weil wir jetzt wirklich nur die Augen machen wollen. Wir hellen das Augenweiß ein wenig auf. 3-4 Klicks da rein. Wir wollen sie nicht strahlen lassen, wir wollen sie nur etwas aufhellen. So, das Augenweiß hätten wir damit. Dann hier unten die Tränenlinie, wo sich Tränenflüssigkeit sammelt, gehen wir auch nochmal 2-3 Mal lang. So, haben wir das auch nochmal richtig schön hier. Kommen die Augen auch nochmal zum Vorschein. Über die Iris gehen wir auch nochmal im Halbkreis unten entlang. Das können wir auch mehrfach machen. So. Um dem Ganzen jetzt wirklich noch ein bisschen Tiefe zu verleihen, bei gedrückter Alt-Taste über den Irisrand, gerne auch etwas kleiner, war ich jetzt doch ein bisschen sehr groß unterwegs, können wir hier den Irisrand nochmal abdunkeln und dem Ganzen auch nochmal ein bisschen Tiefe verleihen. Gehen auch nochmal über die Wimpern, um die ein bisschen abzudunkeln an der Stelle. Immer noch mit gedrückter Alt-Taste in dem Werkzeug und dann schwächen wir auch diesen Effekt wieder ab, diesmal auf 65%, und haben schöne interessante Augen geschaffen, die noch nicht unnatürlich wirken. Wir können das natürlich auch noch mal weiter abschwächen. Das ist jetzt eine Frage der Präferenzen an der Stelle. Das wäre jetzt die grobe Bearbeitung gewesen. Eins habe ich aber vergessen an der Stelle, und das waren die Hände. Die vergesse ich immer ganz gerne. Wir gehen wieder zurück auf unsere Verlaufsumsetzung, die für die Färbung zuständig war, und malen auch nochmal über die Hände in der Maske mit einem weißen Pinsel darüber, so dass auch diese farblich passen. Hätte man natürlich auch den Pinsel auswählen müssen, ganz klar. Vorführeffekt. So, aber jetzt haben wir auch hier homogen die Farben, die wir auch im Gesicht haben. Gerade bei Shootings ist es entweder so, dass die Hände total blutleer sind, weil das Model aufgeregt ist, oder was auch ganz gerne vorkommt, dass die vollkommen rot sind, weil die Hände die ganze Zeit nach unten hingen. Und so hat man das auch nochmal angepasst. Ich denke mal, den Unterschied erkennt man hier an der Stelle. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, um das Ganze wirklich stimmig wirken zu lassen. Das war jetzt eigentlich auch schon die Feinretusche von einem Porträt. Um das Ganze jetzt noch etwas abzurunden, können wir uns das ganze Bild nochmal mit Steuerung Alt Umschalt E zusammenführen. Das ist jetzt alles, was wir hier gemacht haben, in den Bereichen auf eine neue Ebene kopiert. Gehen dann nochmal in den Kamera RAW Filter, entweder über Filter und Kamera RAW Filter oder, wie es da steht, Umschalt Steuerung A, und können hier jetzt nochmal globale, extreme Bearbeitung vornehmen. Wir können den Kontrast nochmal verstärken, die Belichtung nochmal runtersetzen. Wir können jetzt auch die Lichter ausarbeiten, die Tiefen abdunkeln, also im Endeffekt genau das Gegenteil von dem machen, was wir in der Ursprungsbearbeitung gemacht haben. Und warum auch immer, kommt es zu recht guten Ergebnissen. Hier können wir jetzt auch die Klarheit nochmal ordentlich rausarbeiten, genauso die Struktur, und durch die vorherige Hautretusche ist
das Hautbild trotzdem ein sehr angenehmes und ansehnliches Hautbild. Auch den Dunst können wir nochmal entfernen. Wir können auch nochmal mit der Farbdynamik und Sättigung spielen. Das können wir jetzt auch nochmal etwas abschwächen, um den Effekt entweder krass durchlaufen zu lassen oder tatsächlich als Ergänzung auf unser fertiges Werk zu setzen. Möchten wir einen Vintage-Stil erzeugen, nehmen wir uns eine Tonwertkorrektur, setzen den unteren Regler auf 15 im Tonwertumfang, müssen dafür aber auch hier oben in der Kurve ein wenig runtergehen. Auf 10 vielleicht. Ja, 10 sieht gut aus. So. Und hätten jetzt einen leichten Touch im Schwarzen hier, dass es abgelichtet wird. Eine Vignette über eine Farbfläche. So, muss man den Pinsel. Farbfläche schwarz, ab in die Maske, Deckkraft 60, 67. Hier etwa war das Gesicht, natürlich mit der schwarzen Farbe jetzt in dem Fall. So, malen uns das Gesicht frei, setzen uns das Ganze in den Modus weiches Licht und haben diesen Effekt. Wir können ihn auch wieder abschwächen global, indem wir die Deckkraft runterlegen. So, das war die Bildbearbeitung vom Nilo. Ich hoffe, dir hat das Ergebnis gefallen. Solltest du weitere Fragen haben oder dich etwas interessieren, etwas Bestimmtes, wie habe ich dieses Bild so erzeugt, schreib es mir in die Kommentare oder schreib mir über meine Website photojutis.com. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und dran geblieben bist und bis bald.